Digga, Leute, was für ein Fuck gestartet, trifft auf diese Weg, Alter, durch die Dunkelheit, Mann. Motherfuck. So manchmal denke ich mir, ich könnte ja echt auf euch eingehen und euch erklären. Ja, ihr habt recht, bin voll das Ego. Ich lebe in meiner Fantasie und bin besessen von mir selbst, yo. Nebenzu bin ich noch ein Lügner, weil alles, was ich nicht Was? Nein, ich will keinen Schnitzel. Der Punkt ist, alles, was ich nicht beweisen kann, ist nicht real, weil ich es nicht schriftlich beschreiben kann. Früher glaubten sie, die Erde wäre eine Scheibe. Und du laberst mit mir, als wärst du eine Hexe aus 1468, die sich ziemlich dreckig mit perversen Priestern beschäftigt. Weißt du Bescheid? Wenn ich mit dir rede, dann meine ich es nett. Ich komme dir entgegen. Bist du halt ein Kind, dann hörst du auf die anderen und nicht auf das, was du mit deinen Augen erkennst, ey. Liebe, liebe Leute, ich will euch nichts erzählen. So ist halt mein Leben. Ich lebe nicht in einem Sumpf und ich bin komplett reflektiert. Ich fühle mich nice und ich weiß, was ich sag und ich mein's auch so. Wenn ich dir erkläre, dass ich dich zwar mag, aber Mitleid hab, dann ist das nicht böse gemeint. Ich fühl mich einfach nur schlecht, weil mich der Weltschmerz trifft und du Knecht wirklich alles glaubst und mir helfen willst. Auf alchemistischste Weise und alten Traditionen nachläufst und mich dann blockst, denn du bist ja so weise. Ich glaub nicht mehr daran, dass man diese Menschen treffen kann, einfach so im Internet. Ich glaub, diese Menschen trifft man dann, wenn man sich grad auf fünf Teile irgendwo im Absturzclub in ein Eck fleckt. Und dann checkt man, neben mir sitzt meine Soul Twin. Motherfuck, was ich alles schon erlebt hab. Ihr könnt mir nichts erzählen, was ich alles schon gesehen hab. Ich bin der Vater von dem Vater des Gedanken, der den Gedanken schon mal vor Ionen hatte. Ihr Lappen, ich bin halt jung geblieben. Seh ich sexy aus? Willst du mich küssen? Tut mir leid, ich steh nur auf Damenlippen. Oh.